Leute, Shiny Rizoros. Ich kann es immer noch nicht fassen. Level Motherfucking 50. Und mit Earthquake, Rockslide, Reversal und Outrage. Also Steinhagel, Erdbeben, Wutanfall und Reversal ist das Konter. Hier müsste Konter sein. Warum auch immer Konter. Ich will mich nicht beschweren, es ist wenigstens mein einziges Pokémon mit Earthquake. Okay. So. Schabi. Ich sollte da mal Dings verkaufen. Flugtypen. Aber ich habe gerade meinen Schreiber leider auf der Box. Außerdem, wie konnte ich diese Hütte im letzten Part übersehen? Ich meine, ich weiß ja, dass ich ein Dödel bin, aber so krass. Ja, ich verkaufe erstmal ein bisschen was. Sell. So. Kauf mal meine ganzen Entwicklungssteine. So. Wobei. Gibt es hier noch einen anderen Weg auf der Schneeroute? Orenberry. Geil. Schnäppke. Alter, hier gibt es auch wilde Firnen und Tor. Warum gibt es hier auch Schnäppke? Ja, Golbat, hallo. Warum auch immer du in so einer Eisgegend bist. Von der Höhle kamen wir. So. Stilita, okay. Ja, der Fairmaster hat offiziell mal wieder keine Ahnung, wo es lang geht. Ist ja nicht so, als wäre schon 1 Milliarde Mal in diesem LP passiert.
Great Mountain. Mountain. So, du hast Lock. Ja, das sehe ich auch. Aquaminen. Und das ist auf jeden Fall ein wildes Pokémon. Aber hier muss doch noch einen Weg geben. Meine ich, hier sind ja nicht ohne Grund diese Minen. Das scheint schon. Die Minen stehen hier einfach ohne Grund. Ja, es sind schon nervig. Fünf Stunden später. Alter, ist ja mal gut. Ja. So. So, und jetzt kann ich hier zurück. Ich sagte, jetzt kann ich hier zurück. Und hol mir das Item. Rare Candies. So, warum greift er mich direkt an? Keine Ahnung. Ich bin ja dumm und kann kein Englisch, obwohl ich das ja lerne auch. Geil, jetzt kommt ein Pokémon mal, was für Schwalbes gut ist und ich hab's nicht dabei. Geilo. Ich hab gehört, Sound ist sehr effektiv. Gas ist sehr effektiv. Ja, Gas ist sehr effektiv gegen Kampf. Okay. Und Sound nicht. Mein Mac-Trick. Ganz ehrlich, wenn wir schon das Shiny haben, du nützt mir jetzt doch mal. Wartet. Ja, hier nochmal das geile Shiny. Auf Craig. Reverse kann natürlich auch Gegensturz sein und nicht nur Konter. Glaube ich mal. Ach, okay, nein. Oh, komm. Earthquake. Lepka. So, ja, da muss ich ja auch nicht schneiden jetzt.
Gut, dass ich nochmal diesen Weg abgegangen bin. Ich würde aber erstmal heilen. Habe ich gehört. Albus nehme ich dann, wie gesagt, wieder im nächsten Part rein. Jetzt müssten wir hier reinkommen, oder? Okay, ich komme jetzt hier nicht mehr weiter. Nummer 9. Oh, die hatten wir schon mal in diesem ätzenden Wald. Dark Bolt. Really? Destiny Bond. Geilo. Na, der Schlafsam, warum musst du es töten? Warum hat er nur einen Haunter und keinen Gengar? Warum kannst du Gesang? Frostedie, warum kannst du Gesang? Oh, Shadow Ball, schön. Vielleicht einmal wieder aufwachen. Ja, komm, Frostedie hat kein Death. Das ist Number 9. Ich hatte mir ja noch einen Max Revive. Alter, das ist ein Remix von dem XY. Geilo. Das ist so ein Remix aus dem XY-Ding. Krass. Geile Musik, ey. Einfach mal so diese XY-Musik übernommen. Das ist geil, oh. Einfach mal so XY-Musik mit eingebunden. Krass. Achso, ich verstehe schon. Ja. Ich muss den roten deaktivieren. Dann komme ich hier durch zum grünen. Alter, ausnahmsweise ist gerade der Sandsturm scheiße, weil Solrock ist ja auch Typ Gestein, sprich, da ist bei Steph wird auch geboostet, aber er ist ein One-Hit-KO. So, und jetzt kommt Lunetun. Ja, das Gegenstück direkt. Um Kämpfe speeden wir ja immer noch. Die geile Musik aber hier, diese 8-Bit-Version von dem XY einfach steckt. Die werde ich nicht speeden, weil, ja, dann muss ich direkt an mein Pokémon Y-Let's Play mich erinnern, was hier schon cool war.
So, jetzt kommt die nächste. Und die Musik ist einfach nur geil. Das Spiel ist wirklich einfach nur geil. Es gibt aber einige Kritikpunkte. Da kurz kommt's. Flinch. Oder One-Hit-KO. Lochsane erhält 588 HP. Magneton, okay. Da mache ich einfach mal Tornukto. Ja, und ganz ehrlich, ich glaube, die zwei Sonderbonbons, die ich gefunden habe, die werden Schwalbos kriegen. So kommt es halt keine Statik, ist ein Schildmagneton. Espion. Ja, ich habe gehört, dafür habe ich ein Despota. Alter, Despota, lernt bitte endlich mal Steinhagel. Lern mal einen vernünftigen Gestein-Move. Wow, sogar ich habe Schaden, Lesbion. Du bist ja so stark. Der physisch auf der siebten Seite. Die Box sieht irgendwie besonders aus, aber ich habe gerade gesehen, dass da unten auch noch so eine ist, deswegen ist jetzt nicht so besonders. Oh nein, jetzt kommt gleich einfach dieser gelben Typ. Nein, nein, warum? Porygon. Zeigt ihr mir jetzt die komplette Porygon-Entwicklungsreihe oder was? Kann ich mir sogar vorstellen. Er kriegt einen Special Attack Boost. Dragon Claw. Sandstorm Rage. Ja, Polygon kann man ja nicht viel anhaben. Dadurch, dass ich den Sandstrom draußen habe. Ist echt so. Der hat wirklich die komplette Polygon-Entwicklungsreihe. Ja, dann würde ich sagen, Shiny, du regelst das. Immer wieder schön Shiny zu haben. Komm, Outrage. Okay. Widget. Ne, Kadabra hat er sogar letztes nur. Kadabra, was willst du gegen Despota machen? Eigentlich nur sterben. Was ist Wakefi eigentlich? Warum kann das gefühlt jeder? Okay, ja. Und jetzt los. Lektabas. Naja, warum kann ausgerechnet Elektabuzz Crossjob? Ja, im letzten Part habe ich noch genörgelt, dass das Ding kein Crossjob kann und dafür Magma. Und jetzt kassiere ich direkt einen Crossjob von einem Electek, also einen Kreuzhieb.
Jo, der Schnellkostschock trifft natürlich mal wieder. Warum sehen wir eigentlich andere Elektabas und nicht Elevoltec, dort die Weiterentwicklung? Oder Elektek. Hariyama. Alter, was rechnet ihr jetzt für euch die Schwalbe so nebenbei gesagt? Gegen Hariyama. Gehört, Dragonclaw macht sehr viel Schaden. Hab gehört, ich one-hitte dich jetzt mit Aqua Jet. Durch einen Crit. Jolteon. Jo, was noch alles? Jolteon bietet auf jeden Fall mein Libeldra. Weil das Ding einfach schnell ist. Bin müsste. Nur wenn es dann aber so einen Bullshit macht. Habe gehört, Typher Voice killt das Ding. Dreimal getroffen, ja nice. Lachen 40 ist die Be da schon. Typhlosion, ja nice, ja nice. Die Bagger-Ator kommen rein. Ich mache mal einen Dragon Dance. Dann mache ich halt auch mal einen Dragon Dance. Oh, ich bin sogar schon schnell, Typhlosion. Und plus 2 Angriff, Aqua Jet. Flamethrower. Lunatone, da bleib ich drin, ey. Ich werde aber vorher heilen, natürlich. Ich sollte einmal Items langsam mal verteilen. Und warum habe ich ihm Leafstone nicht verkauft? Egal. Fragen über Fragen. Ja, natürlich, er kriegt den Boost. Geilo. Ich bekomme natürlich nie den Boost, wenn ich die Attacke mal einsetze. Pengsplit, natürlich kannst du das. So. Ich habe gehört, seit der Robot ist jetzt Level 49. Leute, das ist einer der besten Soundtracks aus XY. Ich würde sagen, neben dem des Champs, obwohl der auch nicht so gut ist, der vom Champ. Ich finde generell XY hat jetzt nicht so die gute Musik. Dafür macht Oras das alles weg. Oras hat halt geilste Musik. Oras ist halt auch beste. Metronom. Alter, das ist das als Thema gibt, bin ich sogar froh. So, das ist eine Abkürzung zum Anfang. Ein Magma, ein Turtok, ein was weiß ich. Eine Glaziola ist das. Das ist Nocturne, oder? Ob man das ist ein Nocturne ist. Ein Amphi, ein Milotic. Alter, was soll das? Ich will die fangen. Aber ich glaube, ich will erstmal heilen. So, dann mal schnell heilen. Und wie viel Geld haben wir eigentlich? Später würde ich noch mehr Bälle kaufen. So, komm, hier. Heilen. So, 25 Superbälle haben wir jetzt. So, jetzt gehen wir wieder ins Labor, habe ich gehört.
Kann ich die irgendwie befreien? Amphi, komm! Wir gehen die Freiheit! Nein? Okay. Amphi mag mich wohl nicht mehr. Oh. Trainerkämpfe werden gespeedet, weil die eh langweiliger sind als. Als RTL. Was sind die alle immer mit ihren Voids hier? Lakasam. Zoomsalo, ja. Niedlich. Oh, selbst Simsala kommt nicht an meinem Schlachtsand vorbei. Xatu. Psst. Das ist süß. Aber Xatu kommt nicht an mir vorbei. Hitchcard vor. Damit kann ich das Pokémon aus dem vierten Dings befreien. Also sprich Magma. Ist das Nocturne? Keine Ahnung, ob das Nocturne ist. Geldstamm bei Tu. So, ja, anscheinend hat das Magma das hier aufgerissen. Damit wir das Glaziola befreien können. Glaziola, komm in die Freiheit. Ich brauche gerne Glaziola. So, jetzt komme ich hier weiter. Geilo. So, links der Trainer. Das Rätsel gefällt mir. Aber bei dem Gardevoir bleibe ich auf jeden Fall nicht drin. Das ist zwar Psycho, aber auch Fee. In dieser Generation, bei dem Spiel gibt es ja Typ Fee. Und Gardevoir aus irgendeinem Grund. Ich finde es cool, dass man neuere Pokémon eingebaut hat. Ich meine, ich habe ja auch... Wartet mal, Leute, bis gleich. So, weiter geht's. Gardevoir ist besiegt. Schlachtsein 49. Stenkolos hat 40. Slowbro. Ja, Slowbro. Muss halt mal wieder so im Pegasus zurückgreifen. Sie okay. Ich mach Drachentanz. Ach, du weit haben nicht sie, ich mach weiter Drachentanz, okay? Okay. Psychic. Ringclaw. Porygon Z. Bitte sei schneller als Porygon Z durch 5+2. Und kill es bitte. Natürlich nicht. Was sind die alle mit ihren scheiß Voids 4? Abkürzt Schlachtsan regelt das. Schlachtsan. Falschpuls. 3 HP, holy shit. So, das war Number 4. Hm.
Ich weiß. Ja. Schlachtern will ich ja nicht wiederbeleben, sondern seid Akrobat. Schlachtern hat doch nicht gut genug gekämpft. Komm, Cage kann nochmal. Amphi, komm, die Freiheit. Amphi, komm. Ich befreie jetzt mein Amphi. Ja, was? Was soll das, ja? Jo. Dafür ist eventuell dann das Pokémon zuständig. So, Leute, ich würde sagen, wenn das Clip hat gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann, ciao. Euer Failmaster FK.